Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier vom Arsch. Unser LKW kommt gerade jetzt an Richtung Hafen und Brückenbau. Ich werde jetzt nachher schauen, ob er das hinbekommt, für Kies zumindest. Ansonsten plane ich nochmal neue Aufnahmen für das Stückchen. Also Einfahren von Pros, für Abladen, für Sachen. Und dann schauen wir weiter. Dann soll er irgendwann mal allein klappen und funktionieren. Macht er zurzeit nicht. Das Abladen Sand habe ich eingestellt. Okay. Müsste eigentlich Kies eingestellt werden. Also, okay. Wahrscheinlich werde ich normal machen müssen. Sehr wahrscheinlich sogar. Weil dann auf grün geht und nicht auf blau. Okay. Wir werden mal kurz abbrechen und ich werde mal diese Punkte löschen. Das Grüne kann auch lassen. So, das lassen wir. Dann mal schauen. Das hinkriegen. Hat ja den Vorteil von LKW, dass man ein bisschen leicht rückwärts fahren kann, denn mit Traktor ist es schwieriger. Also umständlicher und so. Das klappt nicht gleich. Wenn man mal eingefahren ist, dann macht das funktionieren. So, wie gehe ich jetzt vor? So weit, so gut. Also ich müsste jetzt Grunde aufzeichnen. Na, schon verkehrt. Ich kann ja ein bisschen noch verschieben den Kurs, oder nicht. So. Und dann rückwärts. Abladepunkt. Abladen. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Und jetzt den nächsten Punkt. Ich fahre mit Absicht ein bisschen weiter. Ich müsste jetzt eigentlich anzeigen, Kies. Aber gut, ich mache mir jetzt mal einen Punkt. Müsste ich mal den Kurs beenden. Ich bin nicht ganz sicher, ob er jetzt hier den Punkt findet. Das heißt, es kann sein, dass ich den Punkt so nicht gut finde. Aufnahme ist Ende, ja. Was habe ich gedacht? Kann man den Kies abladen? Nächster Haufen? Ich glaube schon. Ist schon originell eigentlich. Müsste eigentlich den Kurs ein bisschen mehr nach in Grün verschieben. Und zwar, damit er in diesen Punkt reinkommt, wo jetzt auf gut Deutsch den Trigger findet, ne? Denn jetzt hat er ja den nicht weggefunden.
Migränen, das wird wahrscheinlich mal ändern, aber ich habe es mal reingenommen, weil ich es irgendwie cool fand, ne? Aber die quatschen immer dasselbe. Licht flackert. So. Da soll er rumkommen. Und dann muss ich hier den Kurs. Oh. Ist da angeschlossen, ne? Wahrscheinlich kann ich die komplett löschen. Wahrscheinlich. So. Weil kommt der so rum, ist die andere Frage, ne? Dann müssen wir jetzt ändern auf Sand. Und dann lassen wir alleine fahren. So. Warum kommt er jedenfalls? Ich kann ja mit dem Traktor entsprechend die Kurse löschen. Kein Problem. Wir hängen sie mal aus. Und dann kann ich die anderen Kurse, die Punkte löschen, die wir noch nicht brauchen. Das wäre ja Blödsinn, wenn wir da unnötigerweise so viele Punkte haben. Muss ja alles irgendwo berechnet werden, ne? Also diese Punkte in der Mitte. Da genau, der erste. Zweite. Ich habe auch nicht mitbekommen, wie das entsprechend gelöscht wird. Das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber den das anders löschen könnte, das habe ich noch nicht rausgefunden. Da muss ich mal die mal beschäftigen mit dem ganzen Kram. Und zwar muss ich mal bei Holger reinschauen. So, da habe ich alles gelöscht. Mal sehen, wie er fährt. Ne? Zwar kein Hänger dran, aber im Grunde müsste er ja trotzdem rückwärts fahren. Ne? Also mal kurz ausmachen. Und den müssen. Ein bisschen anders gestalten. So gefällt man es besser. Und noch einen leichten Knick, aber das macht nichts. Der jetzt rückwärts fährt, ich bin mal gespannt. Im Grunde geht es ja darum, dass er auch den Trigger findet. Ne? Also im Grunde muss er rückwärts. Ah, er fährt rückwärts. Also rückwärts fährt auf jeden Fall. Und wieder vorwärts, ja, das passt doch. Na, wäre da mal schon mal ein Erfolg. So, das ist dieser Punkt, der mir jetzt noch ein bisschen stört. Aber anscheinend muss es so sein. Sonst. So. Das sind jetzt zwei getrennte Kurse. Also dürfen nicht zusammen sein. So, ab zum Anhänger und. Also, wir haben zu wenig Sand. Also, wir haben eindeutig zu wenig Sand und auch zu wenig Kies. Das muss eindeutig noch ein bisschen laufen. Schade, dass wir die Pellets nicht in loser Form holen könnten. Über so ein Abfahrsilo, also so ein Trichter, wo wir abfahren könnten. Dann wäre die Sache ein bisschen flexibler beim Verkauf. Ne? Das könnte man das automatisch machen. Jetzt fahren wir mal zum Hof und werden jetzt mal jo, was probieren. Beziehungsweise die nächste Sämaschine rausfahren. Und mit Hopfen auch entsprechend alles auffüllen und einstellen. Und die andere Maschine will noch umstellen auf Hopfen. Das sieht ja so ganz gut aus bis jetzt.
Oh, ich bin auch so. Das klappt mit Verkauf. Dann ist es, also abliefern kann man sagen, also Verkauf ist ja nicht, abliefern. Dann ist es Wege da eine Brücke hinzukriegen. Ne? Finanziell haben wir da schon ein bisschen was erreicht. Also wir können das eine Feld noch kaufen. Kraftstoff haben wir keinen. Ich wollte noch einen Wassertransport fertig machen. Dazu muss ich aber einen Wasserpunkt finden, wo ich abkippen kann. Gut, den Wasseranhänger haben wir irgendwo. Achso, ja, da steht in der Halle. So, Paletten haben wir auch noch sicherlich. Die könnten wir auch noch verteilen heute. Und zwar Molkerei, Verpackung und so. Das können wir gleich machen. Können wir einmal Paletten hinbringen und einmal Verpackung. Ja, das können wir tun. Wir können mal den Kurs einfahren mit Wasser für die Brücke. Ja klar, Beton braucht Wasser, ne? Das Salzwasser geht dafür ja nicht. Das heißt, wir müssen den Hänger einmal abstellen, parken und mal gucken. So sehe ich da keinen Anhänger mit Wasser für Wasser, sondern nur ein Silo. Das ist schlecht. Wo ist der? Da muss ich mal gucken. Da sehe ich einen. Aha. Das muss kein großer Hänger sein. Das reicht ein kleiner aus. Der kann den ganzen Tag fahren. Oder ich nehme den grünen mit 30.000 und dem mit 70.000. Das geht auch. Weil warum soll man uns da jetzt so klein abplagen, ne? Das ist ja früher fertig ist, umso weniger Lohn kostet hat, ne? Sand ist bei 82%. Gut, bei der Geschwindigkeit mit 5 wird es bald voll sein. Hoffe ich jedenfalls. Den grünen, den haben wir drüben. Da wäre der andere Traktor besser, ne? Der andere, der ist. Ah, das ist okay, das ist. Da brauchen wir nicht rasen, ne? Wenn der rast, fliegt der höchste der Straße runter. So, der kann auf Wasser. So. Das heißt, wir müssen erstmal Wasser holen. Dazu müssen wir mal einen Wasserträger finden. Wir haben ja zwei davon. Und im Grunde könnte ich ja theoretisch vor Ort einkaufen. Aber das Land gehört mir nicht alles. Dann fahren wir mal hierher, und zwar bei der Fabrik für Papier, Verpackung, da haben wir einen Wasserträger, einen Wasserbehälter zu stehen und den können wir mal probeweise voll machen. Also probeweise voll heißt, wir machen das mal mit rein, bis zum Anschlag meinetwegen und dann fahren wir rüber zum Brückenbau und dann schauen wir, ob wir da den Punkt finden, wo Wasser abkippen kann. Das muss ja angezeigt werden, ne? Na, hier ist Pelletterweg, Junge. Hier bist verkehrt. Hier ist Wasser. Das ist ja im Grunde egal, Wasser ist Wasser, ne? So. So, wo ist er? Weil hier nicht geht, dann kann nicht sein. Normalerweise geht er dafür. Wenn der Gärer es zu hart, kann er auf Wasser. Muss er irgendwo. Oh, jetzt geht. Hätte eben auch Hiese machen können, ne? 5. Hab's auch rausgefunden, wie das funktioniert. Früher Musik wollte ich nicht machen. Wegen der Rechte. Hatte ich mal gehabt, aber hab's einmal probiert.
Und kam gleich eine Ermahnung wegen Rechnung und so. Ne, ob ich nicht meine Werbeeinnahmen verzichten möchte, ne? Von vornherein. Ich meine, gut, ich habe mir gedacht, naja, Werbeeinnahmen hast du ja nicht, ne? Von daher kann ich nicht verzichten, aber gut, eine Ermahnung möchte ich auch nicht haben. Wie Stroh. Strom ist voll. Gut, okay. So. Machen wir 30.000 mal fahren, das reicht aus vom Testen. Wir fahren jetzt rüber zu Strom war verkehrt, hätte ich treu machen müssen. Wir fahren mal los, ne? Ja, dann brauchen wir immer noch eine Zementfabrik, ne? Als nächstes. Muss ich mal schauen. Naja, gut. Ich sag mal so. Was uns fehlt, ist ja allgemein nochmal Rohstoff, ne? Sand und Kies. Mal sehen, was ich noch alles brauche für. Der geht nicht voll. Das ist nicht gut. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit dem Wasser. Tschüss.